Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SI Talk. Heute am fußballfreien Donnerstag wollte ich mal auch natürlich das Übliche. Wie immer schauen wir uns die Märkte an. Gold schwächelt, aber solange sie bei die 13,07 da eigentlich ist, ist kein Problem. Das ist die Schwäche, auf die wir eigentlich schon länger gewartet haben und jetzt kommen sie endlich und werden wir mal schauen, wie die Aktien heute reagieren, aber ich gehe davon aus, dass wir da kleine Konsolidierungen sehen, die uns dann dementsprechend wieder Chancen bereiten. Chancen ist auch das gute Thema, denn Chancen gibt es immer wieder und das werden wir gleich bei einem Titel sehen, den wir vor zwei Wochen aufgenommen haben und seitdem 45% im Plus ist. Was wir damit tun, werden wir gleich uns genau anschauen. Davor nochmal kurz der DAX. DAX macht heute eine andere Bewegung, eher nach oben. Alles im grünen Lot. Wie gesagt, ich glaube, wir verpassen nicht viel. Wir sind im September wahrscheinlich auf demselben Level wie jetzt. Deswegen muss ich mich da nicht großartig engagieren. Theoretisch besteht noch immer die Gefahr, dass wir da herunterfallen. Die 200-Tages-Linie ist irgendwo da in diesem Bereich. Und in zwei Monaten sind wir dann auf den 9,7, 9,8 und da passt. Dann kann man wieder Kraft getankt für neue Höhen. So, aber die Frage ist gekommen, was tun wir mit dem Wert Jucor? Jucor haben wir ja vor zwei Wochen aufgenommen mit 27,5 Cent im Musterdepot. Ich persönlich selber bin eine Spur zu gierig gewesen, habe es nicht gekriegt. Das heißt, ich habe meine Order erst am nächsten Tag reingestellt, damit Sie die Stücke auch kaufen können. Leider bin ich da nicht mehr zum Zug gekommen und was ist passiert? Ja, Aktie ist explodiert, 45% Gewinn in zwei Wochen. Das ist extrem anspruchsvoll und dementsprechend besteht natürlich auch die Gefahr, dass wir jetzt konsolidieren. Die Aktie hat meines Erachtens nach wie vor Luft auf die 50 Cent. 50 Cent dürfte mal wieder der Ofen aus sein. Das wären dann von unterem Niveau fast 100% Gewinn. Das könnte relativ schnell einmal passieren. Man sieht auch, dass das Umsatzvolumen teilweise ganz gut ist. Es ist nicht berauschend, nicht so wie es hier war beim ersten Ausbruch und zwar dort, wo eigentlich dann die Meldung war, dass Alaska den Kredit zur Verfügung stellt für die Infrastruktur, beziehungsweise die Infrastruktur selber baut und Jucor liest sozusagen diese Sachen bei denen. Damit wird der IRR deutlich besser. Der IRR wird jetzt neu berechnet in der Feasibility Study und ich bin da schon gespannt, was da rauskommt. Aber der Anstieg ist enorm, so soll es auch sein. Ich glaube auch fast, wir können noch dabei sein, denn selbst wenn sie wieder runterfallen sollen auf diese 31 Cent, wäre sie für mich ein Nachkauf. Das heißt, für alle, die es gekauft haben, Sie können jetzt überlegen, ob Sie ein Verkaufslimit stehen. Schauen wir mal, wie es heute sich bewegt. Bei 40, 41, 42, 43 Cent sollten wir auf 50 steigen, würde ich sogar mal Gewinn mitnehmen. Sollten wir aber runtergehen, nur mehr auf die 31, würde ich den Titel auch wieder kaufen. Nur so zum Ding. Aber 45% in zwei Wochen, da muss man ehrlicherweise sagen, da kann man nichts mehr dagegen sagen. Ja. Nehmen wir den Titel noch zuvor. Hier habe ich einen Titel, der mir sehr am Herzen liegt, den ich lange verfolge, den viele von Ihnen auch kennen, und zwar ist das Exeter Resources. Und ich habe vor einem Monat schon gesagt, Exeter Resources für mich hat 10-Bagger Potenzial. Mit der neuen Struktur, was sie machen, mit der Idee, dass sie zuerst diesen hochgradigen Oxiden teilnehmen, wo sie viel weniger Wasser brauchen, denn eins ist klar, Wasser ist der kritische Punkt in Chile, in dieser Region, auf dieser Höhe. Wasserzugang ist enorm wichtig. Die letzten Tests haben bestätigt, dass eigentlich Wasserzugang genug da ist. Also die Wasserbohrungen sehr erfolgreich waren, hochgerechnet haben sie genug Wasser für ihr Projekt. Also bis jetzt ist nur auf einer Bohrung gemacht, die zwei anderen Bohrungen werden jetzt erst getestet. Und von daher sollte das durchaus hier eine interessante Sache sein. Und ich glaube nach wie vor, dass es hier 10-Bagger-Potenzial besteht. Mit der Schwäche, die wir jetzt auch momentan beim Gold sehen, heute und morgen, überlege ich, den Titel mir reinzulegen. Selbes Thema wie bei den Goldwerten, 2014 akkumulieren, um 15, 16, 17 den Revenue, den Ertrag zu sichern. Und
Also ich glaube nicht daran, dass wir jetzt so eine Dynamik erleben werden wie bei UCorp. Wobei, unterschätzen wir noch, das letzte Mal, wie wir geredet haben, war der Titel irgendwo bei 62 und jetzt sind wir bei 79. Also das ist auch schon eine gute Performance von über 25%, aber noch nicht so gut wie natürlich UCorp. Aber hier muss man sich den Titel reinlegen. Sie werden auch meines auch von mir auch wieder eine Kursalert bekommen. Und das wird meines Erachtens ja relativ spannend werden, was wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren von Exeter sehen werden. So, und jetzt komme ich zu dem anderen Titel, den ich gerade vorgezogen habe, also rückgestellt habe. Und zwar, wir haben ja letzte Woche stark über die Ölwerte geredet. Dass hier auch eine historische Chance ist, wie bei den Gold- und Silberwerten. Es ist so, ich habe noch nicht meine Analyse abgeschlossen. Es gibt einfach zu viele Unternehmen. Mein Canaccord Broker ist momentan leider auch nicht da, der mir über die Research leider versorgt, und von daher bin ich noch nicht ganz am Ende angelangt. Nur eines weiß ich jetzt schon sicher. Ein Titel werde ich aufnehmen, und das vielleicht schneller als alle anderen. Und das ist dieser Titel, und zwar ist es GeoRox. Und jetzt gleich eine Warnung voraus, das ist nichts für schwache Nerven, das ist was für Zocker. Ich habe den Titel selber, ich bin beim Private Placement, das vor einem Monat war eingestiegen mit 6,50 €, also ein bisschen höher aus wie der Kurs jetzt momentan ist. Der Grund ist, das Papier ist extrem, also nicht volatil wird, ist extrem dünn. Also der Handel ist extrem dünn und auch die Marktkapitalisierung ist extrem niedrig. Die Marktkapitalisierung ist jetzt nur 35 Millionen Aktien draußen. Bei 6,5 Cent oder 7 Cent sind das nur irgendwo 2,6 bis 3 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, das Management hat einen großen Teil davon. Also ich würde nicht sagen die Mehrheit, aber ich glaube nahezu an der Mehrheit. Und das ist dann natürlich schon so, dass der Free Float extrem niedrig ist. Aber andererseits, die haben jetzt gerade ein Projekt übernommen für 6 Millionen Dollar. Das ist auch teilweise fremdfinanziert worden. Das heißt, zu dieser Marktkapitalisierung von 3 Millionen kommen auch noch Schulden. In der Regel wahrscheinlich von 5, 6 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr einen Unternehmenswert mit den Schulden gerechnet von ungefähr 8 Millionen. Und jetzt kommt der Cashflow, so hat mir der CEO mitgeteilt, ist eigentlich oder müsste nach meinen Berechnungen eigentlich, oder der CEO hat es nicht dementiert, bei 600.000 Dollar im Monat sein. Das heißt, aufs Jahr gerechnet über 7 Millionen Dollar bei einer Marktkapitalisierung von unter 3 Millionen und natürlich die Verschuldung muss ich noch runterrechnen oder draufrechnen, dann bin ich bei 8 Millionen. Der Titel könnte massiv abgehen. Sie haben auch jetzt eine kanadische IR-Agentur beauftragt, die sich mehr mit dem beschäftigt. Hier der Aktientrend ist eher nach unten gegangen, obwohl die Zahlen gar nicht schlecht waren, aber das Unternehmen hat eigentlich nicht wirklich was veröffentlicht, auch der Quartalszahlen. Das Management hat fleißig gekauft, nach wie vor, das ist für mich ein gutes Zeichen. Und jetzt ist für mich das Thema, dass es hier eigentlich weitergeht. Ich schätze, dass ungefähr die Produktion bei 300, 400 Barrels am Tag ist. Das Feld, was sie gekauft haben, da können sie jetzt nur einige Bohrungen machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei 400 bis 500 Barrels am Jahresende rauskommen. Und dann habe ich eigentlich einen Cashflow, der über dem aktuellen Marktkapitalisierung plus Verschuldung liegt, wobei die Verschuldung wird meines Erachtens relativ schnell abgebaut. Die Company wächst vor allem durch Übernahme von kleineren Projekten, die sie dann selber managen, und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir nicht schlecht. Das Management ist ein österreichisches Management, der aber schon seit 40 Jahren drüben lebt oder seit gut 35 Jahren und im Ölgeschäft groß geworden ist, im Ölgeschäft gute Geschäfte gemacht hat und er sich jetzt wieder sozusagen bei seinen Wurzeln besinnt und dort eigentlich wieder investiert. Und von daher, das ist für mich ein Titel, den ich auch ins Musterdepot aufnehme, den ich persönlich schon habe. Aber wenn Sie irgendeine Order rein platzieren, dann passen Sie auf, die Marktkapitalisierung ist extrem niedrig, die Liquidität ist extrem niedrig, streng limitieren, und Sie sollten sich immer das Risiko bewusst sein. Natürlich, es handelt sich hier um eine Aktie,
Small Cap, und zwar im wahrsten Sinne des Small Caps, und das Risiko ist immer mit 100%, also ist 100%. Ich werde schauen, dass ich ein Interview bekomme, auch mit dem CEO, dass wir über Skype das dementsprechend führen. Und ja, ich bin auch gespannt, was die IE-Agentur macht, weil normalerweise so ein Titel mit so einer niedrigen Marktkapitalisierung, da brauche ich nicht viel tun, um schon Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn das nur manche Leute spitz bekommen, dass es diesen, so ein Unternehmen gibt, das um die 300, 400 Bears produziert und bei einer Marktkapitalisierung von 3 Millionen, dann kann es schnell mal sein, dass die 6, 7, 8, 9, 10 Millionen kostet. Also das ist, auf jeden Fall sollte man im Fokus haben. Passen Sie auf bei dem Titel. Wie gesagt, Marketing, Hochrisiko, 100% Verlustrisiko, aber auch die Chance, dass man massiv Geld verdient. So, das war's. Viel Spaß noch, viel Vergnügen und wir hören uns die Tage. Tschüss.